So, da bin ich wieder. Beim letzten Mal sind wir in der Mühle gewesen. Jetzt schauen wir uns im Dorf um. Hier bräuchten wir einen Code mit einer Kommazahl. Also das Observatorium bräuchte einen Code. In diesem finden wir bestimmt das Kontrollzentrum und hier bräuchten wir einen Hebel oder so, damit wir hier das Fass zum Glühen bringen und somit das Wasser hier schmelzen können. Hier ist so eine Apparatur. Und ich weiß auch, mit was wir jetzt Strom gewinnen, indem wir hier Feuer machen. Also dazu bräuchten wir Wasser. Ab in die Stadt. Geheimnisvolle Musik. Und wir könnten jetzt etwas besorgen. Wir haben nämlich jetzt Strom. Wir nehmen keinen Wein mit. Wir nehmen Warte, wir haben ja den. Ja, das habe ich offscreen gemacht. Das habe ich nämlich offscreen gemacht. Ich kann mich erinnern. Und hier können wir das aufladen. Ich bräuchte auch so eine Beam-Maschine. Das wäre sehr nützlich. Hier fehlt ein Schlüssel. Ah, Opera Fatale, today closed. Voll das Easter Egg. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und hier müssen wir irgendwo rein ins Polizeirevier. Das sehen wir gleich, wie ist das mal. Optische Linsen. Und das ist so ein Minispiel. Wir müssen drei richtig. Oh, wir waren zu langsam. Drei richtig betätigen und das ganz schnell. Optische Linsen. Oh, scheiße. Komm, wir raten. Ja, ich hab geratet. Geratet. Und es hat funktioniert. Voll gehackt. Hier wurde was gestohlen. Und hier bräuchten wir die Kurbel bestimmt für diese eine Apparatur da, wo ich das zum Schmelzen bringe. Jetzt haben wir eine grüne Linse. Das war der Optiker.
Dazu bräuchten wir hier auch einen Code. So. Wir haben einen Hammer, eine Linse und einen Akku. Ab in den Brunnen. Wir machen das wie ein Gangster. So. Strom an. Und jetzt voller Wut das zerstören. Die Mauer muss weg. Jetzt kommt ganz gruselige Musik. Mein Freund, das mit dem Tunnel hat nicht geklappt. Versuch's jetzt mit dem Dynamit. P. Das ist wieder so ein Erwachsenenwitz, wenn ihr das versteht. Und wisst ihr, was ich immer hier unlogisch finde, dass der Verpresser anscheinend hat er es geschafft zu fliehen, aber das Dynamit hat er hier stecken gelassen, was total unlogisch ist, weil wenn er das stecken gelassen hat, wieso hat die Polizei das nicht gesehen? Das finde ich ganz komisch. Haftbefehl gegen Herr Tortelloni zur sofortigen Vollstreckung. Adresse Galileiplatz 13, Tatbestand Traub. Objekt Konkavlinse. Also das, was wir im Optikerladen nicht gefunden haben, das hat gefehlt. Deswegen ist da auch zerbrochene Vitrine. Eigentümer Optiker Herr Lenz Flair und das Schrift des Vollstreckungsbeamten. Ah, und hier ist der Schlüssel zu diesem einen Tor. Der große, eine Flasche und hier drüben ein Teddybär, kaputt, geht nicht auf. Zwiebeln, prima, die stecken natürlich in der Schublade eines Polizisten. Total, oh, und hier ist eine Akte. Total logisch. Formular für Türcode, Adresse Galileiplatz 13. Ah. Des Diebes. Ah. Das war die Tür, die wir nicht aufmachen konnten. Schaltbefehlen in Eisen bräuchten wir. Bringt man mehr. Schallbreite. Nein, das war falsch. Heilgeschwindigkeit. Die Ausbreitung Eisen sind es 5000 braucht eine gewisse Zeit, die vom Trägermaterial abhängt. Das ist in der Luft Code. Die merkt euch das. 340. Und jetzt in diesem Raum die Folterkammer des Todes, Nightshirt, ein Bild, ein Tresor und hier ein
anscheinend dasselbe. Und jetzt können wir bestimmten Code entdecken. Mit den richtigen Filter geht das. Hier ist nix, hier ist nix. Hier ist ein Code 2312. Und wisst ihr, was noch unlogisch findet, dass man hier keinen zweiten, hier soll anscheinend ein zweiter Stock sein, aber wo soll man reingelangen? Von außen oder was? Ah, hier wollten wir nicht. Völlig falsch. Panzerknacker. Ich hatte jede Menge Waffen, sogar eine Kanone hatte. Und das. Jetzt holen wir das Gold raus. 2, 3, 1, 2, glaube ich. Ja. Das hat er geklaut. Jetzt bringen wir es dem Besitzer zurück. Nee, wir setzen das gleich ins Fernrohr von Galilei, was er erfunden hat, nicht gefunden hat. Das hat er natürlich erfunden, wie wir alle geschichtlich wissen. Alter, hat er die tollen Bilder geklaut? Das hat er bestimmt nicht selbst gemalt. Und hier nehmen wir eine Kugel mit. Schreibmaschine, das ist übrigens aus dem Logo. Aus dem Intro jedes Avengers-Spiels dieser Reihe, glaube ich. Keine Ahnung. Mir fehlen noch 3 Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, beziehungsweise 4. Das vierte ist mehr so Expedition und weniger jetzt so Pointe und Klicks. Wegen Evakuierung der Insel ist der Gefangene Tortelloni unverzüglich freizulassen. Das Urteil wird bis auf weiteres ausgesetzt, gezeichnet der Bürgermeister. Den gibt's auch nicht mehr. Der ist auch geflohen. Ich rede zu viel. Voll die Redefolge. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich werde versuchen, meine Let's Plays besser zu machen. Also meine Lass uns spielen Reihe. Aber bei den alten Spielen wird es ein bisschen schwierig, das aufzunehmen. Ich werde es versuchen, diese Videos besser zu machen. Und hier sehen wir 4 Felder und ein F. Wir brauchen bestimmt eine Formel. Mechanik, Bewegung. Ich
habe schon eine Ahnung. Die Geschwindigkeit eines Körpers gibt an, welche Wegstrecke klein s er in einer die Geschwindigkeit da ein bei konstant fährt ein Auto wird das befindet bremst das Auto als Zusammenfassung ergibt sich das Newtonsche Kraftgesetz. Die Formel mit F. F gleich M mal A, Newtons, Kraftgesetz. Ist also das Produkt aus Masse, klein m, und Beschleunigung, klein a. Das ist die Formel. Ich frage mich, wie man in solchen Pieren drauf kommt. Kommen sollte. Es gibt eigentlich nur drei Indizien, die Buchstaben und die Zahlen, die man hätte einsetzen können. Hier im Code. Die fünf Stellen in der Formel und das F. Um drauf zu kommen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Hinweis drauf. Ich glaube, man muss das akzeptieren. Jetzt kommen wir an den Strand, on the beach. Und jetzt mache ich eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich. Ich muss was trinken. Meine Lippen sind ganz, wie soll ich sagen, trocken. Liegt bestimmt hier an der Hitze. Weil es keine weil die Erde sich nicht mehr dreht, ist auf der einen Seite kalt, und anderen Seite ist es warm. Genau wie im Intro erklärt, aber egal. Wir sehen uns gleich. Bye.